So, gucken wir mal, was wir noch hier machen können. So, wir wechseln jetzt einmal komplett durch hier vorne. So, da ist der Konter. Und da kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. So, vielleicht. Fragezeichen. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3 zu 3. Ach, Schiri. Holt sich den Links, direkt die Gelbe ab. Dieses Foulspiel wird verwahrt. Okay, die Gelbe kann man geben. Sie klären. Regulär sind es noch 7 Minuten. Chance zur Führung. Schöne Aktion von Torhüter. Er hält sein Team im Rennen. Ja, zumindest der eine Punkt scheint ihm jetzt so gut wie sicher. Sie wechseln aus. Ecke kommt. Schöner Kopfball. Der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen bei Standard. Erstmal der Befreiungsschlag. Jetzt passt es mal. Da geht er vorbei. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Djuric. Kommt nicht durch. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Da hat der Torwart gar kein Problem. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Das war's. 3 zu 3 der Endstand. In der Liga beim Remis. Punkteteilung. Und das wird wahrscheinlich nur ein Aufstieg gewesen sein. Zwei richtig gute Mannschaften. Ich glaube, heute muss keiner unzufrieden sein. Das hat Spaß gemacht. Da sieht man, dass auch ein Remis gut unterhalten kann. Wobei, wenn Freiburg einen Unentschieden gespielt hat, ja, natürlich ist es eine Riesenchance jetzt gewesen, das Ding wegzuziehen. Also schießt hier 3 Tore auf St. Pauli und spielt ja trotzdem einen Unentschieden. Ah, das sieht gut aus. Ach Mann, na gut, muss man leider mit leben. Freiburg hat, glaube ich, sogar 2-1 gewonnen und dann sind wir, denke ich mal, weg vom Fenster, was den Titel betrifft. Schade. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Schön, dass er wieder da ist. So, damit war es das mit dem Interview. Und in der nächsten Folge geht es dann gegen Holstein Kiel. Jetzt geht er weiter mit den Nordwochen. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir es dann schaffen. Bis dahin. Tschüss. So, liebe Leute, weiter geht's heute in Kiel. Und, zu Hause gegen Kiel. Und dann geht's gegen meine Schalke am Pokal. So, okay. Warte mal, wir haben noch einen Abgang irgendwo. Wahrscheinlich. Abgang, Zugang. Mal gucken, was wer geht. Es ist ein Zugang. Es ist ein Zugang. Möchte da gut. Schon wie. Sie hatte schon ein paar Tage her, als ich das jetzt mal gespielt habe. Wieso haben wir doch jetzt gekauft? Ah ne, das ist ja mein Torhüter. Für die neue Saison. Der wechselt ja. Wenn er die Kirche wechselt nach Cartagena. Und genau. Und Noppert wechselt ja zu uns. Ich glaube, ich muss mal einen neuen. Muss mal eine, als Linksverteidiger nachbessern.
Da bleibt er halt. Mindestens noch mal 2 Jahre. So, Vertragssituation geklärt. So, dann gucken wir mal, ob wir nochmal einen Linksverteidiger verpflichten können. Gucken, was wir einen Scout-Bericht haben. Ja, auch so ein Rapid-Youngster. Ist gar nicht schlechter eigentlich, habe ich gehört. Da habe ich noch nicht wirklich verfolgt. Aber gucken wir mal, was war noch. 21 Millionen, ja. Cooler. Wie viel Geld hätte man denn eigentlich zur Verfügung, so den Ball, wenn ich jetzt sage, ich muss aber einen Spieler verpflichten? 500.000. Ich merke, dass halt, wie gesagt, die linke Seite ein bisschen Probleme macht. So, Bundesliga. Gucken wir mal bei der Position. Defensive LV. Gut. Gucken wir mal, was wir so haben. An Alternativen, die halt günstig sind. Mit Füßzeichen. Du bist 19. Gerade mal. So, Kauf. Ich glaube nicht, dass der kommen wird, oder? Das wäre ein bisschen zu krass, wenn der kommen würde. Der wäre kein schlechter auf jeden Fall. Ob ich den jetzt schon verpflichtet bekomme, weiß ich noch nicht. Der Vertrag läuft jetzt 6 Monate. Wenn ich ihn jetzt verpflichte für die neue Saison. Ich werde ihn für die neue Saison verpflichten. Staffelidis. Vielleicht noch eine Alternative. Dann hätte ich Noppert, dann hätte ich Staffelidis verpflichtet für die Bundesliga-Saison. Gegengebot vielleicht 2 Jahre. Erfahrener Mann für die Bundesliga. Passt. Heiko muss um übergehen. Gegenangebot. Gehalt und Anstiegsbonus entfernen. Ich gucke, ob ich ihn kriegen kann für den Preis. Kürzes. Passt. Und damit ist Staffelidis ein Teil der neuen Bayreuther Mannschaft für die neue Bundesliga-Saison. Den Deal haben wir schon mal durch Dach und Fach gekriegt. Der dritte Nullterrichtneuzugang. Der uns vielleicht mit der seiner bisschen Erfahrung helfen kann. Und da ich ihn für Ober gekriegt habe. Und der mit 72 Top-Mann ist. Genau, Kakotalu haben wir verpflichtet. Wanicek vom Wanicek habe ich verpflichtet.
So, ich brauche aber jetzt einen für den, der auf Kurzleihe gehen kann. Das ist natürlich klar, dass der jetzt noch nicht kommt. Schade. Ich hätte gerne für den Spieler. Wenn er nach der Saison nicht. Schade, ich hätte den einen oder anderen mal schnell verpflichtet noch. Sind alle noch zu gering, die Transfers. Gucken wir mal, ob ich da irgendwie noch eine Möglichkeit habe, einen freien Spieler zu verpflichten. Defensiv. Ich weiß, dass ich eigentlich keine freien Spieler verpflichten dürfte. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass ich nochmal schnell einen nachverpflichten kann. So, kontaktieren. Guck, ob du kommen würdest. Würde ich aber erstmal nur ein Ja nehmen. Okay. Und damit haben wir unseren Linksverteidiger. Ich muss in die Seite zu kriegen. Wir haben jetzt den vierten Spieler die Saison für Ober. Alvaro Angulo ist stärker. Naja, nein. Aber auch über 70 oder was? 69 ist er. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen den einen oder anderen. Spieler gucke jetzt mal mit den ein oder anderen Spieler für die neue Saison, den ich so ein bisschen scoute. Ich kann ihn nur, glaube ich, jetzt kaufen, ne? Oder würde der sogar für die neue Saison kommen? Der wird wahrscheinlich nicht für die Summe kommen. Also mir klar. Egal, alles ist gut. Wir können ja immer noch gucken, was wir so für das eine oder andere Geld bekommen. Gut. Dann gucken wir mal, was wir jetzt gegen Kiel reißen. Leider kann man nicht verkürzen momentan. Leider können wir gerade heute nicht verkürzen. Ich probiere es jetzt mal was anderes aus. Ich wechsle jetzt zweimal durch. Und dann gucken wir, was wir Kiel können. Hinspiel, komm, war es 2-0. Jetzt heißt es, nächster Gegner, Holstein Kiel. Na dann, auf geht's!
Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn zuletzt konnte er 3 Tore machen. Ist er heute auch wieder so treffsicher? Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Das dürfte richtig hochklassig werden. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. So, die Jungs klatschen sich ab, es geht mit der Rolle los. Ja, Freiburg wahrscheinlich, so wie ich mitbekommen habe, haben sie gewonnen, 2-1 in Nürnberg, und wollte ich das gesehen, und dann wären sie ungefähr 2 Punkte mehr weg. Und deswegen halt dieser Doppelwechsel jetzt im Vergleich zum letzten Spiel. Auf ins Match. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Wir wollen natürlich das Heimspiel hier gewinnen. Und das wäre das Wichtigste. Peters. Ja, schön. Vorteil. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Boah, und die große Chance, früh hier mit 1-0 in Führung zu gehen. Und das ist es doch. 6. Minute. Den Druck schon von Anfang an auf Rheinland. Früh ist 1-0. Und wer macht es denn wohl? Da sah er alles andere als gut aus. Der Fehler vom Torhüter. Den hätte er nie so weggeben dürfen. Sterner, und dann ist es Nummer. Sterner, der im Hinspiel ja diesen französischen Freistoßtreffer gemacht hat gegen seinen Ex-Club. Und heute zumindest beginnt er mal mit der Vorlage in der Früh. 29. Saisontor für Nummer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Weiter mit dem Vorteil. Bitte keinen. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Da ist er da. Guter so. Zweikampf. Er ja, das war jetzt mal gar nichts von Sterner. Die Heimmannschaft auf diesem Tabellenplatz. Das ist für mich wirklich überraschend. Eddie, das jetzt ja. So wirklich. Freiburg hat auch letztes Spiel gewonnen. Also sind jetzt 19er weg. 17er weg. Schön dazwischen gegangen. Und nun ein Schuss. Der Versuch war harmlos. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Na, ah, schlechter Ball. Das war einfach viel zu leicht, hätte ich weggegeben. Schöne Aktion. Und wieder. Das war keine Herausforderung. Und der nächste Saison eine neue Nummer 1 wollte ich da zu bekommen, wahrscheinlich. Wir müssen ja ein bisschen aufrüsten, was die neue Saison betrifft. Da sind wir ein bisschen Erfahrung mit dabei. Klar wollen wir natürlich immer wieder den jungen Weg gehen, aber es wird halt auch ein bisschen Erfahrung gebraucht. Im Hinblick auf Kassel. Wir haben mit Wanicek, wir haben mit Noppert, wir haben Staffelidis gekriegt. Und da sind zumindest mal ein bisschen Erfahrung mit dabei. Für die Bundesliga-Saison, für die wahrscheinlich Bundesliga-Saison. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Die Chance jetzt. 2-0. 2 Tore Vorsprung nun, also sieht alles 27. gut aus für sie. Z.
2-0. Wir sehen jetzt hier nochmal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Aufgabe. Boah, ja, man ist jetzt wieder so ein bisschen auf der Vorsprung. Mal gucken, was Freiburg macht. Halt. Lass die Freiburg mal unentschieden spielen, dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Carvalho, erstmal. Carvalho! Einfach und nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Die Ecke kommt. Der Ball ist im Aus, es wird Ecke geben. Gibt die nächste Ecke. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Oh, der nächste. Also, Bayreuth macht hier sehr richtig Power gerade. Die wollen ja den nächsten Treffer erzielen. Kaku Talua. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Da ist die Hereingabe. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Er lässt sich aufhalten. Keine schwierige Aufgabe. Und der Defender hat den zweiten Treffer seines ehemaligen Mannschaftskollegen. Gut gemacht, gutes Technik. Heckhoff. Und jetzt die Chance. Und der nächste Versuch. Ja, oh, also man versucht weiter drauf zu. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Elfmeter. Er gibt einen Elfmeter und das muss man sich noch mal angucken. Ich glaube nicht, dass das Hand war, oder? Becker? Man sieht es nicht. Man sieht es nicht. So. Ihr wisst schon, wer kommt. Wer es versuchen darf. Der geht rechts unten rein. Wenn der Keeper geht, der geht er nicht. Der kann hier verwandeln. Stanner, Doppelpack gegen sein Ex-Club. Wir jetzt spielen den Freistoß. Jetzt das Elfmeter-Tor 3-0, 42. Minute. Und ja, der ist fix verpflichtet. Der ist nicht mehr ausgeliehen. War in der dritten Liga ausgeliehen. Jetzt hat er, die Verpflichtung. Klasse gemacht. Keeper verladen. Der landet in der falschen Ecke und der Ball ab durch die Mitte. Der Ende hat mehrmals verhindert, dass es hier frühzeitig 0-3 steht. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz. Aber man schießt halt wieder drei Tore, wie gegen St. Pauli. Bis jetzt hat man zumindest noch kein Gegentor kassiert. Ja, war eine gute Idee, aber hat leider nicht umgesetzt. Jetzt noch oben drauf gepackt. Hart, bei dem ich auch lange dran war, weil ich zumindest versucht habe zu versuchen. Aber irgendwann, du hast halt nicht den Mega-Kohl mit dem Club hier. Was für ein Reflex, es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Ecke kommt in den 16er. Ball wird hier erstmal geblockt. Lorenz. Die Chance jetzt. Kankutalua, Outhorn. Ja, der muss sich beweisen, der Junge. Der muss sich beweisen, wenn er nächstes Jahr in der Bundesliga spielt. Ein Hauptmann wird sagen, nö, den Platz gehört mir. So, weiter geht's, 1-2. Und jetzt geht's hier weiter. Kliffisch. Heckloff. Ja, schön, Angulo, der Neue. Ecuadorianer. Kam ja ablösefrei von den Freispielern. Novoa, 3-0. 4-0 schon. Der Vorsprung ist klar. 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Und zwar nicht Novoa, es war Heckloff. 0-4 aus Sicht der Kieler. Ah, schon reichlich glücklich, dass der reingeht. Fast gehalten. Ja, sehen wir hier nochmal, da hat nicht viel gefehlt. Schön mit links, ja, Novoa war dran. Nee, Novoa war der Schuss und Engler war dran. Deswegen kam der so komisch. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient.
Also es wird in der Bundesliga, Fakt ist, wahrscheinlich, also sagen wir mal in der kommenden Saison. Jan Fiete ab. Ja, mal gucken. So, weg ist der Ball. Jetzt mal der Konter, aber Sterne. Newcastle hat einen Neuzugang und das ist ein Spieler, den man unbedingt haben wollte. Hinter dem war man schon seit einiger Zeit her. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ja, den Ballverlust. Und wieder so ein dicken, komisches, krummes Ding vom Keeper, der Kieler. Nämlich im Spiel von Greuther Fürth rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Fürth. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 57 Minuten. Danke. So, das ist gegen Magdeburg. Das ist für uns zum Beispiel sehr unwichtig. Da kommt die Hereingabe. Den fangen sie ab. Mich interessiert nur Freiburg gerade. Wichtig ist aber erstmal unsere Hausaufgabe. Gegen Pauli haben wir wieder mal einen Patzer geholt. Ja, Peters. Da gibt es gute Anspielstationen. Peters. Ball kommt an den langen Pfosten. So, wieder ist er drin. Fünf. Auf der Anzeigetafel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulaufen, was sie jetzt hier machen. Diesmal ist es Lauren Ulrich. 0:5, was sich der Kieler. Der zweite Sechser trifft. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Ja, und dann hat das wirklich einfach. Muss ja fast nichts. Gut, am Keeper kommt sich schon. Kopf hin und drin. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Pichler. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Ja, aber der Nouveau, der will. Nouveau. Der Schuss kommt nicht durch. Da ist er da. Gute Freistoßposition. Freistoßposition. Und das hat wir im Hinspiel schon. Jonas Sterner. Der steht auch schon wieder bereit. Kloppt er den nächsten Ball so in den Winkel. Ins. Im Hinspiel hat er einen Flatterball reingeballert. So, der geht schon wieder Richtung Keeper. Und dieser Freistoß passt mal sowas. 6:0. Doppelpack Sterner, genau wie im Spiel. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Freistoßes. Die Mauer juckt den gar nicht. Der haut den einmal kurz komplett in die andere Ecke. Ball hin. Na, da bist du als Keeper machtlos. Sechs zu null, Doppelpack, Elfmeter und dazu sogar noch ein, zwei Vorlagen. Ich habe eine Vorlage alle gemacht, auf jeden Fall von Novoa. Naja, auf jeden Fall hat sich die Aufgabe gelohnt, die Situation. So. So, jetzt gibt es hier ein bisschen fleißiges Gewächse. Sechs Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Kurzer Blick zur Uhr. Wieder Ballverlust. Kiel, aber diesmal holt sich den. Dann ab zurück. Juric. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Ball kommt in die Mitte. Tolles Tor. Und es bleibt nicht beim 2:0. Schulz. 6:1. Wieder ein Gegentor. Hier nochmal die Entstehung. Du machst aber gar nicht. Die Flanke kommt rein. Er lässt den Ball dann noch. Ja, Morgalla, der den erst nach hinten verlängert. Und Schulz hat das Ding ziemlich kommen, obwohl er so wieder Maschen. Das ist schon eine richtige Abwehr. Sterne. Außen hätten sie jetzt Platz.
Kein Problem. Und der verhindert den nächsten Treffer von Sterne. Der gut spielt. Ball ist beim Torwart. Ja. Also Marvin Schulz war's. Ist abseits, weil er da einen Tick zu früh startet. Wird hier jetzt ein. Jetzt kommt der Torschütze, geht der Torschütze für die Kieler raus. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Sie lassen den Ball gut laufen. Ja, ja, guter Ball. Ecke Sterner wieder mal. Die Ecke kommt. Auf der Linie gerettet. Wichtige Aktion. Und das war ein Glück, dass die Kieler den noch gerettet bekommen. Und dann ist es das 6:1. Man gewinnt dieses Spiel souverän. Klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. So, der Aussteiger macht. Kurzen Prozess. Sterner mit 2 Toren. Ganz toll. Also gegen seinen Ex-Club. 3 insgesamt hat er gemacht gegen sie. Total überzeugt. Und das 2 Freischüsse an der Schmetter. Also, man hat äußerst souverän gemacht und scheinbar schon diese Flatterball-Freistöße eine Waffe zu sein. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. So, gut. Aufgabe Kiel souverän. Nach Hause gefahren, absolut verdient, auch in der Höhe. Kann man so machen. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Heute war wieder sensationell. Hat seinen Treffer gemacht. Insgesamt eine tolle Leistung. Wir dürfen uns natürlich nicht darauf konzentrieren, aber wir wollen natürlich weiter so machen. Nächster Schritt ist dann. Das ist ja der nächste Gegner, glaube ich, am beschönigten Nordclub. Ich würde zu sagen, wird natürlich machbar, wird natürlich schauen, also werden wir schauen. Danke für diese kurzen Aussagen. So, der nächste Gegner. Achso, ja, genau. Schalke 04 ist der nächste Gegner im DFB-Pokal. Und ob wir da eine Runde weiterkommen und den nächsten Schritt Richtung Berlin machen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Morgen 14 Uhr.